So, also Feuerwilli ist jetzt bei der Firma Seitz. Seitz-Handschuhe oder? Ja, Seitz-Handschuhe, Technical Gloves, also für den Feuerwehreinsatz und für technische Hilfeleistungen überwiegend. Super. Die Messe ist gerade, wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt, das ist nämlich Feierabend. Die Leute gehen jetzt, ich bin beinahe Feierabend. Das heißt, ich habe jetzt gesagt, jetzt muss schnell herkommen und dann ja, wir fangen mal. Sie sind, sagen wir, du bei unter Kameraden. Können wir gerne tun. Dominik. André. Verkauft oder Firma Seitz im Ausdienst. Ja. Okay, gut. Ich wollte mal fragen, was gibt's Neues? Was sieht man hier auf der Messe, wenn man hier ist? Was sprecht ihr an? Ja, also neu hier unser neuer TH-Handschuh, Modell Luge. Hat auf Luge. Luge, L-U-G-E. Innenpolsterung, zusätzlich eine Betauchung hier auf der Innenhand zwischen Daumen und Zeigefinger, wo man immer die meiste Belastung hat. Und auf den Fingerspitzen nochmal zusätzlich so. Als Verstärkung. Wenn man das, genau sieht, das guckt, sieht man, wenn man hinguckt, wenn man sieht genau man guckt, das. Sieht man's. Und hier hat er ganz dicke. Okay. Ganz genau. Auf und der Rückhand hat er nochmal zusätzliche Protektoren. Das heißt, hier haben wir einfach diesen Stoßschutz zusätzlich. Die Protektoren sind aber sehr tief einschnitten, sodass die extrem beweglich und flexibel sind, dass sie also beim Arbeiten auch nicht stören, was natürlich extrem wichtig ist, bevor man da irgendwo das Problem kriegt und die Hand sperrt. Ja. Ja, das wäre zum Beispiel eine Neuheit, die wir hier dabei halten. Ja. Die zweite Neuheit, ebenfalls ein TH-Handschuh, etwas auffälligeres Design. Okay. Mit der roten Innenhand, aber auch hier das sieht leicht stark aus, bewegliche Protektoren, ja. Sodass wir eben auch beim Arbeiten kein Problem kriegen. Auf der Innenhand, der wird jetzt dann noch hier auch eine zusätzliche Geschichte bekommen, das ist noch der Prototyp, hat aber diese schöne auffällige rote Innenhand, wo man dann auch gerne mal einen stoppen kann. Okay. Ja, gut. In der Feuerwehr dürfen wir ja nur anhalten, nicht freigeben. Deshalb die rote Seite sehr gut durchdacht. Extrem wichtig. Sehr gut. Und das Ganze ist auch ein High-Performance-Schnittschutzgarn, sodass wir eben auch hier die volle Werte haben, wo man dann dementsprechend darauf achtet mit der DGU. Also, ich sage es mal ehrlich, also ich bin natürlich ganz offen. Also, TH-Handschuh muss cool aussehen. Das hat er erfüllt. Also, ich finde so. Oh, passt sogar farblich zu mir. Dann alles gut. Und Sicherheit würde ich gerne mehr wissen. Was heißt bei euch Sicherheit? Wie weist ihr das nach? Modell Hornet ist ja ein bekanntes Modell. Habe ich. Und der ist im Prinzip, nee, nicht im Prinzip, der hat exakt die gleichen Werte wie der Hornet. Der basiert auch im Prinzip auf dem gleichen Liner. Ja, gleich, der hat eben zusätzlich diese neuen Protektoren bekommen und eine andere Innenbetauchung. Aber was den Sicherheitsaspekt angeht, was die Schutzwerte angeht, ist er exakt auf dem gleichen Level wie der Hornet. Ich habe gehört, nur zusätzlicher Protektionsstoßschutz hat der Hornet noch nicht. Und da hat er auch die zusätzliche Stoßschutzprotektion. Okay, die anderen hat der Hornet ja aber auch hier, die Ferne. Ja, klar. Aber ich habe, vielleicht stimmt es auch nicht, sondern sag einfach, Willi, die ist komplett falsch. Wenn man prüft, gibt es da Unterschiede? Ist das so zwischen, ich sag mal, In- und Ausland? Gibt's da, kann man sehen, wo es geprüft wird? Oder ist das Firmenphilosophie? Theorie darf es keine Unterschiede geben. Also wir haben unser Prüfinstitut in Österreich, wir prüfen beim ÖTI, waren bisher beim TÜV Südwest, also von dem her, wir haben dann dementsprechend europäische Prüfinstitute. Möglicherweise kann es tatsächlich sein, dass das ein oder andere Prüfinstitut theoretisch nachlässiger arbeitet, aber es darf nicht sein. Ja. Wir haben, was einen Abrieb angeht, ist weltweit vorgeschrieben ein bestimmtes Schleifpapier, mit dem die Abriebtests durchgeführt werden. Okay. Und da darf sich auch kein Prüfinstitut darüber hinwegsetzen. Von dem her sollte im Prinzip schon für alle die gleiche Bedingung auch sein. Darf ich den Handschuh denn auch für jede TH-Sache nutzen bei der Feuerwehr? Ist das nicht, dass ich mich verletze und dann gibt es irgendwie Ärger? Das erfüllt ja gar nicht die XY? Nee, die DGUV möchte gerne die EN388-Werte 3233, neue Schnittschutzwertung B. Und jetzt kann es sein, hier haben wir zum Beispiel ein X beim Schnittschutz, das bedeutet, nach 3 wird abgebrochen. Dann hat er das übererfüllt, was die DGUV fordert, und dann wird automatisch in die neue Schnittschutzprüfung ISO gegangen. Das heißt, man hat im Prinzip die alte Schnittschutzprüfung, ist ein rundes Messer und es wird dann gleichbleibend so lang drüber gezogen, bis er durch ist. Die neue nimmt man ein Rechteckmesser und es wird bei immer höherem Druck eine bestimmte Geschichte abgefahren. Und je höher der Druck wird, desto besser wird meine Leistungsstufe, was den Schnittschutz angeht. Da haben wir A bis F. Ist das gut? B wird gefordert, C hat er. Das heißt, die meisten Handschuhe, die früher so im Bereich 4, 5 lagen, kriegen heute C, eventuell ein D. In seltenen Fällen, wir haben auch einen Schnittschutzhandschuh mit Klasse F, also das höchste, was es in dem Bereich gibt. Das ist allerdings ein Kevlar-Faden mit Inox-Stahlseele, also mit Edelstahl. Ja, gut, irgendwie muss man. Da sind wir aber in einem ganz anderen Bereich. Bereich Ritterrüstung. Ja, ähnlich, aber sehr bewegliche Ritterrüstung. Nein, okay, aber ist mir nur wichtig, also ich fasse zusammen. Ja, kann man nutzen als Feuerwehr bei jedem technischen. Definitiv. Nicht im Brandeinsatz, ist klar, aber technische Hilfeleistung. Was auch immer ihr macht, was nicht mit Feuer zu tun hat,
Also TH-Einsatz kein Thema, darf der definitiv. Okay, das ist mir wichtig. Werden. Gut. Habt ihr, ich habe gesehen, wir haben ja gestern schon mal kurz live mal gesprochen, habt ihr von diesen AGT-Handschuhen, da habt ihr so ein Innenleben, wie das von innen aussieht, das würde mich gerne mal interessieren. Das schauen wir uns mal an. So, kurz den Test, ob er wirklich stabil ist, ich werde mal anziehen, Moment. Ja, das ist top. Ein schöner Handschuh. Nein. Also ist der Handschuh sozusagen ganz aufgeschnitten. Genau. Das ist exakt das gleiche Modell. Achso, genau. Also, hier sieht man das auch, ne? Okay, hier das sieht ist man dann noch ein bisschen das Innenleben, gerade hier, dass das eben dementsprechend auch vergleichbar ist. Genau. Also aufgeschnitten und links rumgezogen. Genau. Und hier sieht man das innen, wie das ist. Okay, das heißt, hier so zum Beispiel an den Fingern ist das innen. Genau, das ist hier in dem Fall die Protektorfläche. Wir haben die Handschuhe. Ja, also schön ist jetzt ganz kurz, wenn ich unterbreche. Also das ist ja dann noch dazwischen. Also es ist ja hier schon nichts fest. Ne? Also es ist nichts. Ich finde ja nicht schlimmer, als wenn man Handschuhe hat und da sind irgendwelche störenden Ecken. Ja. Und das ist ja so schon glatt. Und wenn das dann noch drin ist, dann ist ja gar nichts mehr. Genau. Das ist das Kevlar-Schnittschutzfutter innen und nochmal zusätzlich die Membrane. Das heißt, wir haben hier einmal das Kevlar-Futter, die Membrane drüber und das steckt dann im Handschuh drin. Genau. Wird vernäht, also sprich, ich habe das Schnittschutzfutter in die Membrane innen reingenäht, die Membrane in die Außenhülle genäht. Und dann wird der ganze Spaß, wie man hier sehen kann, an diesen Laminatresten, wird nochmal vollflächig über die Finger hinweg laminiert. Das heißt, ich reiße mir das Innenfutter nicht mehr raus. Nur wenn ich den Handschuh Bleichoxidationslösemittel oder in Trockner schmeißen nach der Wäsche. Dann, Trockner schmeißen, guter Hinweis. Schmeißen auf keinen Fall. Auf keinen Fall, nicht in den Trockner. Am besten aufhängen an Fingerspitzen, austropfen lassen, Luft trocknen. Trocken Schrank geht oder über einen Schuhtrockner drüber mit Warmluft, alles kein Thema. Ja, es gibt ja sicher so für die Hosen, diese Clips, die kann man ja auch wunderbar. Ja, genau. Ja. Aber der Trockner ist das Handschuh. Ist der tot, okay. Aber man kann sie waschen. Und die haben nach dem Waschen auch dann noch Schutz. Definitiv. Okay. Zertifiziert 5 Wäschen bei 60 Grad. Okay. Getestet durch diverse Berufsfeuerwehren über 30 Wäschen, nach wie vor wasserdicht, atmungsaktiv, voll einsatzbereit. Das ist wichtig. Wichtiger als man denkt, weil da könnte es tatsächlich Probleme geben. Also auch bei der Beschaffung. Weiß ich gerade bei der Überkleidung, dass es da gerade bei uns Diskussionen gibt. Oder es gibt da diverse Diskussionen, dass nach der Wäsche man nicht mehr genau kontrollieren kann, ob der Schutz noch vorhanden ist. Aber wenn ihr sagt, garantiert 5, kann man sich da schon mal drauf verlassen. 5-mal waschen, definitiv. Ich habe einen noch nie gewaschen bis jetzt. Die sind zertifiziert. Also das ist unabhängiges Prüfinstitut, wo ihr dann drüber geht und eben auch zertifiziert die Prüfprozedur durchführt. Danach wird der Handschuh gewaschen, getrocknet, das ganze Ding 5-mal. Und dann wird er wieder zertifiziert bzw. geprüft. Und so können wir sicher feststellen, mit Strahlungswärme, mit Schnittschutz und allem drum und dran, dass auch nach der Wäsche der volle Schutz gegeben ist. Okay. Eine Kleinigkeit, die mir noch wichtig ist, es gibt auch nichts, was ich als Feuerwehrmann mehr hasse. Ich habe mal ein Handschuhpaar gehabt. Wenn man die anhatte im Einsatz und dann auszieht, dann kommt wunderbar das ganze Info da raus. Ja. So. Und dann stopft man wieder rein. Und wenn man dann wieder rein muss, dann klappt es nicht. Kann man vergessen, findet man die Finger nie wieder. Genau, das ist halt hier vernäht und verklebt. Ne? Ja, genau. Das ist einmal vernäht mit einem Kevlarfaden. Das heißt, hochstabiles Material. Und zusätzlich dann eben auch noch, wie man hier, wie gesagt, an den Laminatresten sieht, das ist dann auch noch mit einem Netzkleber vollflächig verlaminiert. Also okay, da so bewegt sich nichts mehr. Es sei denn, wie super gesagt, falsche Trocken, falsche Wäsche. Also vielen Dank dafür, weil das hat mich mal richtig genervt. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle, den möchte ich noch geben, wenn man diese Handschuhe kauft, ich sage es mal, die kosten jetzt, ich sage es mal 100 Euro, um eine Zahl zu sagen. Man macht oft den Fehler, ich habe es selber auch oft gemacht, deshalb ist es mir so wichtig, dass ihr es vielleicht auch jetzt lernt. Wenn ihr so ein paar habt, empfiehlt es sich ein günstiges TH-Handschuh, ich sag mal, die kostet ungefähr 20 Euro. Ja, ungefähr. Okay. Keine Ahnung, nagel mich bitte nicht fest. Meistens weniger. Wenn ihr die zur TH nutzt, dann schont ihr da in der Zeit sozusagen die teuren Handschuhe, die man eigentlich nur dann einsetzt, wenn man wirklich Strahlungswärme richtigen Einsatz hat, wo man den Schutz braucht. Genau. Also bitte verheizt nicht die Handschuhe für irgendwelche Sisyphusarbeiten, sondern im TH-Handschuh. Das wäre meine Botschaft. Das ist am Anfang vielleicht 20 Euro mehr, aber dreifache Lebensdauer für beides. Im Endeffekt, ja. Ne? Genau. Das wäre jetzt mein Tipp an euch. Vielleicht, wenn wir hier nachher ein bisschen Zeit haben, würde ich noch mal kurz mal eine Kombination zusammenstellen, wie ich sie zu Hause habe. Dann könnt ihr das auch mal sehen. Und dann können wir vielleicht auch mal darüber noch mal diskutieren. Und vielleicht seht ihr es ja anders oder habt eine andere Idee. Ne? Okay. Erstmal vielen Dank. Ja, gerne. Super. Dann noch viel Spaß auf der Messe. Vielen Dank. Ich wollte schon fast rausgehen. Da habe ich noch Frau Seitz getroffen. Das ist sozusagen die Chefin vom Ganzen. Junior-Chefin. Ist ein Familienunternehmen. Hallo, genau. Frau Seitz. Hallo, freut mich. So, Sie haben noch ein neues Produkt, was Sie noch mal zeigen wollten, ganz kurz.
Das ist unser ganz neuer TH-Handschuh, der ist nahtlos gestrickt. Ja. Das heißt, wo keine Nähte sind, gehen auch keine auf und drücken natürlich auch nicht vorne. Das heißt, wir haben ein tolles Fingerspitzengefühl. Ja. Dann auch noch hier Verstärkung, gerade an der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger und auch hier nochmal die Polster. Oh, Polster hier auch noch drin. Genau. Würden Sie gerne mal anprobieren, bitte. Okay. Ja, sehen. Haben Sie das gesehen, dass ich 10 habe? Ja, das sehe ich sofort auf einen Blick. Okay. Ui. Und, passt? Der war schön. Ja, passt gut. Marvin, zieh mal an, bitte. Probier mal an. Ja, der Marvin wird 9 haben, schätzungsweise. Guck mal her, ich halte mal die Kamera so lange. Schön. Passt der? Ein bisschen locker. Nochmal die 8. Besser? Nee, ist echt bequem. Das kann ich auch sagen. Okay, super. Fühlt sich auch nicht so kurvig an. Ja. Dann geben wir ein paar mit. Ein paar. Super, dann sind Sie ausgerüstet für die Zukunft. Haben Sie also. Ich muss es jetzt ja nennen, weil jetzt habe ich wirklich ein Geschenk von Ihnen gekriegt. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich werde es beim nächsten Video mal anziehen, mal anprobieren. Ja, sehr gerne. Vielleicht heute Abend auch schon im Hotel. Und dann gerne Feedback geben. Ja, nee, aber sind wirklich, also das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich habe ja sonst diesen Hornet, der ist so ist richtig schön straff über der Haut. Mhm. Aber der ist irgendwie nochmal ein bisschen so. Ja, das ist eine Weiterentwicklung. Das ist eine Weiterentwicklung, das ist echt. Da würde ich mal empfehlen, das wirklich mal zu probieren. Das ist ein anderes Gefühl. Das ist echt. Toll, super. Ja, aber das freut mich, sehr. Vielen Dank. Ja, mich auch. Wow. Ein Daumen von mir. Vielen Dank. Okay, gucken wir weiter. Die Messe ist schon richtig toll. Wir gucken uns das weiter an. So, ich bin jetzt hier auf dem Außengelände von der Redmobil und man sieht hier schon ja, ganz viele Fahrzeuge, ganz viel Menschen. Es gibt hier Drohnen, die man sich angucken kann. Also auch sehr interessant. Bekleidung. Es gibt hier die verschiedensten Hersteller. Wir sind jetzt hier zum Beispiel bei dem Lion-Stand, Lion wie der Löwe. Und guten Tag. Jetzt ohne irgendjemanden jetzt hier zu belästigen, gibt es hier verschiedene Stoffarten, Schutzstufen, TH-Kleidung. Ne? Also das so, ich glaube, eine klassische TH-Kleidung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist halt das Schöne, man kann alles mal anfassen hier, man kann die Sachen anprobieren. Man hat sympathische Damen, die auch einen beraten können. Das werde ich gleich mal machen und einfach mal fragen. Also einfach so. Ich finde es sehr entspannt. Ich kann einfach hier zugreifen, ohne dass mich jemand komisch fragt. Man hat hier so Jacken, Reflexion. Das ist sogar das Logo. Kenne ich jetzt persönlich jetzt noch nicht so. Gucke ich mir aber gleich mal an. Also ich muss schon sagen, ich finde solche Jacken immer schön. Ne? Also ich fand lange Zeit, weil ich mal mit diesem Schwarzen fand ich ganz toll. Mein persönlicher Geschmack geht so ein bisschen mehr so in diese Richtung, in diesen Farbton. Aber ist Geschmackssache. Schützen tun es alle gleich gut, ne? Egal welche Farbe. Ist eine Frage, was man eher braucht. Von der Sichtbarkeit ist wahrscheinlich eine Rotjacke immer ein bisschen effektiver, wenn man mal so im Dunkeln die Leute vergleicht. Ein bisschen cooler sieht man ein bisschen das aus. Entschuldigung, stört es Sie, wenn ich hier so mal ein bisschen gucke oder kann ich ruhig Sie mal? Sie dürfen gerne, ja. Ja, vielen Dank. Schöne Sachen haben Sie hier. Sehr schöne, ja. Also Laien, in dem Thema bin ich jetzt, ich wollte gerade sagen, da bin ich ein bisschen Laie. Weil es mir nicht so bekannt ist. Ja, haben ja jetzt alle diese Laien, gibt es die schon länger? Ist das? Ja, wir haben die seit 2001 in Deutschland. 2001? Jawohl. Okay, gibt es schon eine Weile. In Deutschland? Was heißt in Deutschland, wo kommen die denn her? Das ist ein amerikanisches Unternehmen, sitzt in Dayton, Ohio. Okay. Ich habe schon seit 120 Jahren. Okay. Sehr professioneller Hersteller. Okay, hätte ich eigentlich wissen können. Aber okay. Alles gut. Ich bin ehrlich, aber toll, aussehen tun sie ja. Also ich kann ehrlich gesagt die Marken jetzt schlecht voneinander optisch unterscheiden. Weil die meisten haben so irgendwelche so Schutzdinger drauf und so, sowas. Ne? Ja. Wo ist jetzt hier der wesentliche Unterschied? Was kann man sich vorstellen? Was ist denn? Außer, dass es natürlich extrem gut aussieht, super aussieht. Ne? Nein, wir haben einen ganz speziellen Schnitt mit sehr viel Bewegungsfreiheit. Ja. Also wir haben einen ausgeprägten Raglan-Schnitt. Das ist jetzt nicht diese Jacke, die ich gerade anhabe. Aber unseren Lifos, der hat im Prinzip
diesen Raglan-Schnitt. Und okay. Sie haben eine Bewegungsfreiheit. 360 Grad in der Bewegung mit Atemschutzgerät. Oh, okay. Das war jetzt ein Zufallsfund. Also ist Lion so sozusagen das Tier, wenn es darum geht, sich frei bewegen zu können. Okay. Genau. Okay. Und was ich auch schön finde, schön, wenn ich ihn hier einmal hinfasse, das ist so für die Lampen. Jetzt ohne, ich sage jetzt mal zum Beispiel Adalid-Lampen, ich kann es ja ruhig auch. Adalid-Lampe, ja. Zum Einhängen. Okay. Und sichern. Aha. Also. Obwohl ich sie nicht kannte, bin ich gerade richtig neugierig. Aber ich würde erstmal weiter nochmal durch den Stand gucken mit euch. Ich mache an der Stelle mal aus und werde jetzt mal, ich darf mal was anprobieren. Super, ich freue mich. Bis zum nächsten Stand gleich.